Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es um den Schauspieler Hans Siegel und seine Frau Susanne, die seit fast 15 Jahren verheiratet sind. Doch ihre Ehe ist nicht immer nur eitel Sonnenschein, es gibt auch Berg- und Talfahrten. Als Hans Siegel seiner Susanne auf der Rübezahlalm in Elmau, Tirol, 2008 Liebe und Treue schwor, erst strahlte die Welt noch in rosarot. Doch auch heute, fast 15 Jahre später, sind die beiden immer noch verliebt und rundum glücklich. Aber wie schaffen sie das? Nun, Hans und Susanne haben ihre ganz eigenen Rituale. Hans bringt seiner Frau oft selbstgebundene Blumensträuße mit, während Susanne ihm jeden Morgen die Kleider rauslegt. Es ist ein Ritual, erzählt der TV-Star. Und auch wenn es manchmal amüsant sein kann, gesteht Hans, dass ihre Ehe eine Berg- und Talfahrt ist. Aber das ist auch gut so, denn die beiden sind wie Yin und Yang. Susanne ist das Wasser und Hans das Feuer. Und genau dieser Unterschied hält ihre Liebe frisch, jung und lebendig. Es sorgt dafür, dass es nie langweilig wird. Hans Siegel mag keine Ehepaare, die behaupten, alles sei immer harmonisch und sie würden nie streiten. Denn das geht einfach nicht anders. Und gerade weil Hans und Susanne so unterschiedlich sind, funktioniert ihre Ehe auf ihre Art und Weise. Also, auf viele weitere Jahre voller Höhen und Tiefen, Rituale und Unterschiede. Das war's für heute, wir sehen uns im nächsten Video.